Jetzt aber nochmal herzlich willkommen zu The Forest und natürlich auch die Sims 4 jetzt gleich. Und ja, Dustin hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Dustin. Dafür lade ich dich jetzt gleich ins Kino ein. Und ja, was gucken wir uns denn an hier? Bibi Blocksberg oder so ein Scheiß. So, da kommt jetzt erst noch Werbung und ich sag trotzdem nochmal Hallo in die Kamera hier mit Facecam, Fratzencam und ja. Man befindet sich hier gerade im Hauptmenü von The Forest. Ich glaube, ich könnte auch schon mal laden, oder? Boah. Ich überlege gerade, sollen wir in den friedlichen Modus oder sollen wir wirklich jetzt hier sofort hier richtig hier den Männermodus so hier, ne? Ah, dann können wir wieder so wenig bauen, weil wir die ganze Zeit angegriffen werden. Ah, jetzt seht ihr das auch. Perfekt, super. Ja, ich hoffe, die Kamera ist so in Ordnung. Ich hoffe, dass auch der Sound in Ordnung ist und Spielsound und so weiter und so fort. Aber mittlerweile funktioniert das, glaube ich, einigermaßen. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen verstanden, wie das hier alles so geht. Forest! Richtiger Männermodus. Marina, nicht Marina. Viele Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Wann spielst du Sims? Ja, keine Ahnung, irgendwie so halb-halb oder so, ne? Muss ich mal schauen, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nur Leute wegen Sims oder nur für The Forest gekommen sind. Oh, es gewittert. Aber ist ja beides ganz cool, ganz lustig. Vor allem mal ein bisschen unterschiedlich. Ich habe echt richtig Lust nochmal auf The Forest, vor allem hier im Livestream. Das wird super. Ich glaube, die Leute sind für den friedlichen Modus. Aber das kann man ja gleich auch nochmal umstellen. Das ist ja kein Problem. Mal gucken, wie viele Leute jetzt kommen. In der letzten Folge von The Forest haben wir ja diesen riesigen Totem da gebaut. Und vielleicht kommen jetzt keine Leute mehr in das Lager, weil die Angst haben. Letztes Mal haben die sich ja alle da getroffen, um sich gegenseitig einfach mal auf die Orme zu hauen. Ich will auch ins Kino. So, wir sind hier schon... Ach, guck mal hier. Tatsache. Ich dachte, wir wären im Baumhaus. Gut. Für die Leute, die jetzt dann die letzten zwei Folgen von The Forest nicht gesehen haben. Es ist ja ein neuer Patch rausgekommen und der Patch hat unter anderem neue Tiere. Darunter einen Waschbären und Schildkröten dazu, ja, hier integriert, implementiert. Und auch dieses schnieke Baumhaus da oben, das habe ich mir natürlich sofort mal gebaut. Das wird natürlich bewacht durch diese super Falle, die nicht so viel bringt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen auf die, auf das Update eingehen. Für die Leute halt, die das noch nicht so kennen und die letzten Folgen nicht so verfolgt haben. Ich habe mir halt, wie gesagt, dann hier dieses Baumhaus gebaut. Und da hinten ist noch diese Hütte, das ist die kleinere Variante von dieser Blockhütte. Dann gibt es jetzt zum Beispiel dieses Gehege für Hasen. Kann ich jetzt auch gleich nochmal zeigen. Da kann man halt Hasen lebendig einsperren. Ja, lebendig. Das ist super. Und hier dieser Megatote. Dann habe ich hier so einen Schlitten. Da kann ich auch Baumstämme drauf tun und dann halt so bewegen und so. Ich sehe den Sinn noch nicht ganz, aber ist bestimmt ganz, ganz knorke, das Ding. Und war da gerade einer? Stand da gerade einer? Na gut, dann habe ich jetzt hier meine ersten Fallen schon aufgebaut. Und ja, hier bin ich gerade dran eigentlich. Ich muss noch ein paar... Oh, das hat sich jetzt gelohnt. Noch ein paar Bäume fällen. Jetzt habe ich schon wieder diese Axt hier, die bestimmt unsichtbar ist, oder? Und jetzt ist sie wieder weg. Seltsam, oder? Weiß irgendeiner zufällig, wie man jetzt... Oh, mein Bogen ist auch weg. Hey, wo ist mein Bogen? Ach doch, hier. Wie man Pfeile baut. Ich glaube, da brauchte man 5 von den Federn, oder? Ich glaube, so war das. Wie war das denn hier nochmal? Naja, egal. Gut, dann, ich würde sagen, ihr könnt natürlich dann wirklich gerne in den Chat einfach schreiben, was wir hier so bauen wollen oder sollen. Vielleicht mehr Fallen und, ja, so eine Mauer wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Und wir können natürlich auch mal ein bisschen in die Höhe bauen. Ich weiß nicht, ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken gemacht. Vielleicht einfach noch ein zweites Baumhaus. Aber erstmal wirklich mehr Fallen, habe ich das Gefühl. Ja, Federn und Stickies, das stimmt. Aber ich glaube, ich hatte 3 nur von den Federn. Deswegen ging das nicht. Die Geisteraxt. Oh, Alter, wir müssen erstmal was essen. Boah, Alter, ich habe hier so viel Typen umgebracht, deswegen konnte ich mir auch dieses Totem da bauen. In der letzten Folge lagen die überall hier rum, die ganzen Körper und so. So, dann machen wir uns jetzt erstmal hier das Feuer an. Und Hasen oder Eidechse? Ja, so. Zack. Dann noch ein paar Sticks hier suchen in der Zeit. Ach, guck mal, da ist ein Hasen. Moment, Moment! Ha! Boah, der ist voll schnell. Wenn er jetzt anhält, habe ich ihn. Oh, was? Durch den Baum? Ja, wieder zu schnell. Und es regnet. Bei Sonnenschein? Sehr seltsam. So, jetzt müssen wir aber wieder hier... erstmal essen. Oh, hier ein Vogel. Moment, ein Vogel.
brauche die Federn. Eine Schildkröte, guck mal, ist das nicht süß? Ich finde, die Entwickler haben die richtig super geil animiert und echt cool gemacht. Kann man die sich da nicht so draufsetzen? So? So, ey, cool, guck mal hier. Alter, erste Fortbewegungsmittel in The Forest, das ist super. Oh Mann. So, kurzer Ruckler. Essen. Hier. So, dann können wir nämlich jetzt. Das ist ja noch eine Schildkröte. Alter, was ist hier los? Ha? Boah, hier gewittert es auch. Hat es bei euch denn eben auch so gewittert und geregnet? Also bei uns hat es jetzt eben. Ich habe noch kurz den Vlog für morgen aufgenommen. Und es hat so extrem geregnet hier. Ich hoffe, das hört man dann hinterher gar nicht. So, jetzt haben wir uns den Hasen gefangen. Jetzt tun wir den erstmal hier in das Gehege rein. Mit C war das. Zack. Oh, da ist noch einer. Oh, jetzt haben wir den wieder rausgenommen. Ach, jetzt haben wir zwei. Was? Was? Hä? Was ist hier los? Hä? Jetzt sind es drei. Die magische Hasenvermehrung. Das ist ja geil. Ich werde übrigens dann heute ein bisschen weniger auf den Chat wieder eingehen, weil ich natürlich hier viel zu tun habe. Ich kann jetzt nicht... Alter, nicht jede Frage beantworten. Aber ich werde mir natürlich... die größte Mühe geben. Vor allem, wenn ich Bäume fälle, kann ich natürlich perfekt immer auf den Chat achten. Bei uns scheint schon den ganzen Tag die Sonne. Sagt die Lea Misaki Mai. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Heute Morgen hat es hier nur gewittert. Was? Oh, schon wieder diese... Oh, hinten kommen unsere Freunde. Fuck. Oh, oh, es wird dunkel und es fängt, glaube ich, an. Fuck. Kann man dann hier so einfach, ne? Na klar. Komm, wir machen schon mal Feuer an. Oh, nee. Ich hätte doch lieber im Friendly-Mode gespielt. So, was brauchen wir jetzt hier noch? Six, ne? Genau. Da haben wir noch einen. Oh, nein! Oh, die Olle wieder. Bam! Komm, die kriegt erstmal hier eine neue Frisur verpasst. Hui! So, ich glaube, die ist tot. Lalalala. Bam, hier, guck mal, super Falle, oder? Man geht, ich erkläre das Prinzip mal für die Leute, die das noch nicht kennen. Man geht dann hier so hin und dann wird die Falle ausgelöst. Und das Geile ist, mit dem neuen, nee, ich glaube mit dem letzten Patch, ist es so, dass man hier auch wieder, so, dass man die wieder, unauslösen, nee, also wieder, neu aktivieren kann. Wir brauchen noch mehr Fallen. Oh, da kommt das sofort angelaufen. Oh Mann, Alter. Na komm, na komm. Feigling, ey. So ein Feigling. Dann bauen wir jetzt hier noch eine neue Falle. Die Falle hier so, die oder die? Die. Sollen wir die so? Machen wir so, oder? Ah, nee, das ist... Ha! Bam! Boah, das gibt's doch gar nicht. Ha! Was? Bist du tot? Egal. Guck mal, da hinten ist wieder eine. Weil wir bräuchten auch ganz dringend noch mehr Fackeln hier. Dann machen wir erstmal die hier. Zack. So. Und noch mehr Sticks. Hallo. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht stören hier von mir. Ich bin nur zufällig hier. Ich bin abgestürzt mit dem Flugzeug. Ich wurde abgeschossen. Das hier nochmal viele Grüße. Und viele Grüße von den Schlawinern, von den Zocker-Schlawinern. Ja, ja. Ich habe das auf jeden Fall nicht vergessen. Ihr seid aber auch ein paar. Nein, war ja mein Missgeschick auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, ich hätte den ausgemacht, aber so ist es manchmal. Naja, ist ja nichts passiert. Hoffe ich. Hab das übrigens alles noch aufgenommen, aber das werde ich nicht veröffentlichen. Naja. Ah, viele Grüße an die Julia, an die Drunken Chuckemuffin, die ist auch gerade mal kurz hier vertreten, aber ich glaube, die ist gleich unterwegs. Ja, sonst wäre sie bestimmt auch gerne mal hier wieder mit dabei gewesen, wobei ich nicht weiß, ob The Forest irgendwas für sie ist. Boah, es regnet das draußen schon wieder so extrem. Wir brauchen Steine, ganz viele Steine. Achso, okay.
Boah, ist das dunkel geworden. Dann machen wir jetzt wirklich erstmal hier Fackeln an, aber ich finde die Atmosphäre einfach so extrem genial in diesem Spiel. Wobei, da hinten steht schon wieder einer. Wir sollten die Falle auch fertig bauen. Wir brauchen noch einen Baum. Moment, da hinten haben wir ja, glaube ich, noch zwei. Hui. Zack. So, dann so hier, da. Bam, jetzt ist das auch fertig. Das ist halt so eine Schlingenfalle. Wenn die hier durchlaufen, dann werden die erstmal an der Schlinge dann hier hoch katapultiert. Sehr geile Falle, funktioniert aber nicht immer. Die buggt immer noch so ein bisschen rum. Boah, ist das dunkel geworden. Alter. So, noch eine Fackel hier vielleicht hin. So. Hallo? Komm doch her. Es gibt frische Muffins hier. Mit einem flüssigen Schokokern. Nee, das sind Fleischfresser, die essen keine Muffins, glaube ich. Ja. Ja, aber das ist ein bisschen blöd tatsächlich, wenn man so alleine immer Livestreams macht. Vor allem, wenn man halt solche Spiele spielt, wo man sich ein ganz bisschen konzentrieren muss. Dann kann man halt den Chat nicht immer so im Auge behalten. Und ganz ehrlich, am liebsten würde ich eigentlich wirklich immer auf die Fragen eingehen, aber... Wow! Das kannst du nicht immer machen. Bam. Nein! Das kannst du wirklich nicht immer machen. Komm, lauf durch! Ja, lauf doch durch die Falle, Mann! Krieg zu viel. Guck mal, das ist einer mit Feuer, hantiert er. Aber nicht mehr lange. Komm her! So! Der steht nochmal auf, oder? Oh, guck mal, da hinten ist gerade einer in die Schlingenfalle gefallen, gelaufen. Hihihihi. Den müssen wir aber töten, der lebt nämlich noch. Der kann befreit werden. Beziehungsweise getötet von feindlichen anderen Gangs, die hier herumstreifen. Komm, wir müssen... Oh, wir brauchen die Eidechse auf jeden Fall noch für den Schutz. Den Schutz sieht man nämlich jetzt auch mit dem nach dem letzten Update. Boah, Alter, wie der springt einfach. Also wenn man so an sich runterguckt, dann sieht man den Schutz. Ah! Bam! Boah, der... Alter, irgendwas brennt jetzt hier. Irgendwas ist... Boah, das sind so viele hier. Ich glaube, wir spielen doch dann nachher im Friendly-Mode, oder? Ah, Mann, Mann, Mann. Boah, ist der... Boah, der hat den gerade getötet. Ja, ich sag ja, die sind nicht alle friedlich gegeneinander. Gegen mich sowieso nicht, aber, okay. Guck mal, die Falle wurde auch wieder ausgelöst hier. Liegt da einer drunter? Naja, ich glaube, das ist nur irgendwie so ein Stein oder so, keine Ahnung. Boah, was? Oh, Alter. Der frisst den gerade da. Mmh, lecker. Guten Appetit. Oh Mann. Friendly Mode ist für kleine Kinder und für Pussys. Ja, das stimmt, aber... ihr seht ja, es kommen so viele mittlerweile. Ich kann ja gar nicht mehr bauen. Wir zünden mal den Totem hier an. Was? Was? Wo? Oh, hier. Bam. So. Schutz. Ich muss mal kurz gucken. Schutz. Hier. Dann sieht man den Schutz halt hier an der linken Hand zum Beispiel. Das ist ganz cool. Und hier bräuchte ich auch noch eine Fackel. Ah, wir brauchen viel mehr Steine eigentlich noch. Sticks, Sticks, Sticks. So, hier, zack, zack. Hey, hallo? Wo sind die ganzen Sticks hin? So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder irgendetwas essen, was wir nicht essen sollen. Das mache ich immer sehr gerne. Hier, wow! Boah, wo gewittert das denn jetzt gerade draußen oder hier im Spiel? Das ist echt ein bisschen seltsam. So. Ich brauche Steine, oder? Wie viel noch? Fünf insgesamt. Aber wahrscheinlich für den anderen mit, oder? Oh, hier sind wieder die ganzen Schildkröten. Ich hoffe, die werden mich irgendwie retten hier. Komm, ich mach mal Licht an. Moment. Haben wir noch irgendwas? Haben wir eine Taschenlampe? Doch. Ja, wenigstens das Feuerzeug. Gut. Komm, ganz viele Steine hier erstmal sammeln. Sticks, Steine. Reicht das nicht erstmal für den? Aber es ist wieder ein bisschen friedlicher geworden. Von wegen. Oh, wow, wow. Wir brauchen mehr Fallen, wir brauchen mehr Fallen. So, die Falle ist wieder aufgebaut. Gut. Dann jetzt hier die vielleicht noch. Also die Fackel da. Ach, guck mal, hier ist noch ein Baumstamm. Nehmen wir mal mit, oder? Ah, ist ja wieder so viel zu tun hier. Einfach hier reinwerfen. Geil. So, einen Stick brauchen wir, oder? Nee, einen Stein, genau. Ah. Hier ist noch ein Stein. Super. Boah, Alter, wir müssen mal speichern. Hier gewittert's nicht. Okay, Hagel.
Ah, ich brenne. Nein! Wir müssen mal speichern, habe ich das Gefühl. Ich komme in mein eigenes Baumhaus nicht mehr rein. Vor allem einfach auf die Falle laufen. Weil da oben ist es sicherer, da kommen die gar nicht hin, glaube ich. So. Der Baum wurde gar nicht mehr angezeigt. Was ist das denn? Habe ich den gefällt? Ey, das ist aber seltsam, oder? Ja, wir schlafen jetzt erstmal. Das kann doch nicht sein. Es ist immer noch Nacht. Na gut. Wir bräuchten mal ein bisschen Energie, dann trinken wir mal ein bisschen was. Wir könnten mal einen Molly machen, oder? Nein. Hä? Achso. Genau. Ja, sonst haben wir gar nichts mehr. Wir müssen eigentlich jetzt gleich mal ein bisschen hier rumlaufen, mal neue Sachen finden. Ha! So, den Stein nehmen wir mit. Es ist wieder ruhiger geworden, oder? Ah, da hinten kommen wieder welche. Na komm! Na komm! Na komm! Ja, seid nicht so schüchtern hier. Wir warten hier mal kurz, bis einer durch die Falle läuft. Guck mal, hier sind noch mehr Fallen. Für jeden etwas dabei. Kann man das hier mal umstoßen? Das ist irgendwie seltsam, oder? So. Guck mal hier. Ja, komm. Ja, komm. Da, ich lese nochmal den Chat einfach in der Richtung hier. Ich meine, in der Zeit. Njam, 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 njam. Action ohne Ende bei dir. Ja, es läuft. So, jetzt komm. Hier, komm. Ja, komm. Ja, komm. Oh, guck mal hier, der. Boah, der sieht aber auch ekelhaft aus, oder? Sollen wir den mal mit dem Stein bewerfen? Oh, ich wette, die kämpfen jetzt gleich gegeneinander. Hallo? Oh, ich dachte gerade. Boah, es sind aber wieder viele hier, ne? Wobei, ich hatte letztens bestimmt 10 Leute hier gleichzeitig. Das war echt sehr, sehr heftig. Und keiner traut dem anderen. Guck mal, ich habe ein Totem hier mit euren verstorbenen Mitschwestern und Brüdern. Habt ihr keine Angst? Oh, die kämpfen jetzt gegeneinander, oder? Wow. Boah, wir brauchen einfach mehr Fallen. Aber ich kann jetzt nicht bauen. Ich habe keine Chance jetzt zu bauen. Ha! Nimm das, du Frau mit den nackten Brüsten. Also nichts gegen Frauen jetzt so allgemein, aber die sind ja hier schon sehr, sehr nervig. Muss man einfach mal sagen. So. Oh, ich glaube, das hat irgendeiner mitbekommen und fand das nicht so gut. Deswegen die Schreie hier wieder. Aber keiner läuft durch die Fallen, habe ich das Gefühl. Ja, klar, die Schildkröte. Natürlich, mit aller Seelenruhe. Das gibt's doch gar nicht, ey. Guck mal, da hinten ist auch wieder einer. Komm, wir besuchen den mal. Ha! Boah, wir brauchen den Bogen. Ich wollte das mit dem Bogen mal ausprobieren. Ich würde sagen, dann bei Tag suchen wir uns nochmal einen Vogel, damit wir dann noch ein paar Federn bekommen. Weil ich habe den Bogen und die Pfeile ja schon beides mal gebaut, aber halt dann noch nie ausprobiert. Was ist das für ein Baum da? Sieht irgendwie seltsam hier aus, oder? Ja! Ja! Das ist wieder so ein Anführer, Alter! Boah, der hat mir voll viel abgezogen. Haben wir noch irgendwie Medikamente? Komm her! Hihihi, der brennt nicht, oder? Brennt der? Ha! Alter, das ist schon wieder so einer. Boah, die ziehen extrem viel ab. Wir haben nur noch die Hälfte. Und unser Magen ist auch schon wieder leer. Ich mach mal das Licht an. Ha! Ha! Nein! Aufpassen! Ich hoffe, das ist jetzt besser so. Das ist natürlich wegen der Verzögerung immer ein bisschen schwer zu sehen. Habe ich aber, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen vergessen. Aber hier im Spiel ist es so dunkel. Nee. Oh Mann. Nein, nein, wir sind fast tot. Aber es wird bestimmt jetzt irgendwann gleich hell, oder? Guck mal, der Baum ist wirklich weg. Den hat einer gefällt. Der Baum von unserem Baumhaus wurde gefällt, bestimmt ich. Weil ich da ein paar Mal gegengeschlagen habe, aus Versehen. Oh Mann. Ja, ja, von wegen hier, das ist der. Wow!
Alter! Was war das denn für ein Gewitter gerade? Oder für ein Donner? Viel eher draußen. Boah, krass. Muss das jetzt sein, wenn ich The Forest spiele? Oh, hier ist einer reingelaufen. Aber die vermehren sich ja wie die Hasen hier. Oh. Ach, guck mal, der hängt doch irgendwie an dem Seil. Sehr, sehr seltsam heute. Boah, ich habe echt gar keine Zeit, irgendwie auf den Chat mal einzugehen. Das stört mich gerade selber ein bisschen. Aber ich sehe ja, was hier los ist. Wir speichern jetzt mal. Aber die sind alle bei uns an der Hütte hinten. Na komm. So, hier mal speichern. Hui, alter Schwede. Na komm. Jetzt aber, kommt ihr. Na. Guck mal, es sucht hell im Hintergrund. Perfekt. Ist er tot? Nein, er lebt noch. Der atmet noch. Jetzt ist er tot. Hui. Und es wird wieder hell und wir sehen, was in der Nacht hier alles so passiert ist. Die ganzen toten Körper. Oh Mann. Jetzt gehen wir aber erstmal was essen, oder? Boah, es ist total am Regnen hier gerade. Was ein Wetter. Oh, da ist schon wieder einer. Nein! Ah, der ist in die Fackel gelaufen. Ah, super, ich feiere das gerade. Ja, mit Feuer spielt man nicht. Boah, wir sind fast tot. Wenn wir jetzt nicht die Energie... Was war das? Er backt hier ein bisschen rum gerade. Hallo, guten Tag. Aber das hatte ich schon mal. Wie kriegen wir denn jetzt wieder Energie zurück? Ich dachte durch das Essen, aber... Essen wir noch ein bisschen was, oder? Also nicht Energie, doch, also Gesundheit, klar. So, ich hoffe, das ist jetzt besser mit dem Licht, oder? Ja, das sieht glaube ich, ein bisschen heller aus, so. Ja, es kann sein, dass ich in einem Spawngebiet hier gerade drin bin. Das kann gut sein. Vielleicht sollten wir einfach woanders hingehen. Die Frage, oder? Aber es macht schon Spaß hier. Komm, wir fällen noch ein paar Bäume, dann kann ich auch noch mal ein bisschen weiterlesen. Baumhaus ohne Baum läuft. Ja, das krieg nur ich hin. Ah. The Forest Song. Ich kann ihn gar nicht singen. Den kann keiner singen. Das kann nur der Curry. Boah, wir brauchen ein neues Baumhaus. Alter, was war das denn? Wie hat das denn gerade ausgesehen? Oh Mann. Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich... versucht dann wirklich mal hier so ein bisschen in die Höhe zu bauen. Ich glaube, das ist, könnte ganz interessant werden. Oder erstmal eine Bank bauen. Ich weiß noch nicht. Custom Building. Dann machen wir das so. Erstmal Treppe, genau. Vielleicht dann so ums Lager rum, oder? Komm ich schon wieder? Ich wollte eigentlich jetzt hier bauen. Alter! Ha! Ha! Alter, ich bin durchs Feuer gelaufen, oder? Nee, der hat mich ange... Boah, ich bin fast tot. Nein, ich bin tot. Nein! Danke. Ja, gib mir ruhig den Rest. Mann. Das heißt, wir wachen jetzt in der Höhle auf. Super, ich freue mich. Was ist denn los mit denen? Ich habe keine Ahnung, die sind ein bisschen aggro irgendwie. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, haben wir noch eine Taschenlampe? Sehr gut. Oh! Ah, guck mal hier. Ah, hallo. Ich glaube, die schlafen hier gerade. Ich sollte ein bisschen leiser sein. Guck mal, was hier alles gibt, so zu essen und so. Nein! 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 Ah, fuck! Nein! Nein! Ah, ich hätte mich etwas leiser bewegen sollen. Aber wir haben ja gespeichert zum Glück. Das war nicht so gut. Eine Runde mit Leid für Patrick, sagt die Christina. Hallo Christina. Ah, schade. Boah, draußen ist es am Regnen und hier ist es total warm gerade drin. Ja gut, dann laden wir nochmal in der Zeit. Run, Patrick, run! Immer diese Nachbarn. Ach ja.
Ja. Patrick, du Profi hier. Naja gut, das dauert jetzt immer ein bisschen mit dem Laden. Ich trinke einfach mal was in der Zeit. Kennst du mich noch, Nico? Weiß ich jetzt nicht. Und jetzt Sims 4. Wir haben in Österreich den ganzen Tag Sonnenschein. Das ist cool. Die Jessica ist auch mit dabei. Hallo, liebe Grüße, zurück. Eine Dose Mitleid. Ah, ist schon leer. Nachbarschaftsstreit. Ja, aber wenn die mich da rauslassen würden, wäre das super. Unser Pro. Ja. Aber Forest ist schon ein geiles Spiel, muss ich echt sagen. Vor allem, wenn man mal bauen kann. Ach so, vielleicht wären wir jetzt einfach besser in den anderen Modus gegangen, weil ihr seht, da ist so viel los. Das kann man mal machen, wenn man dann den Bogen mit genug Pfeilen hat und auch so eine Barrikade mit Wänden und einem ordentlichen Haus und so. Mit einer ordentlichen Tür, aber hier kannst du das nicht so gut machen. Weil wir haben ja noch nicht so viel. Wir können es ja nicht mal verstecken. Wir können uns nicht wehren. Wir haben nicht genug Fallen. Und ich feiere die Tür ja immer noch. Fragt mich, wer die immer wieder ordentlich hinstellt. So. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt hier so weiterbauen. Gucken, ob uns jetzt keiner stört. So. Ja, das kann man. Ja, natürlich wieder falsch. Irgendwie so. Und dann kann man nämlich das so machen. Weiß nicht, ob ein paar kennen das vielleicht von euch schon, aber man kann halt mit der Treppe dann hier so da andocken einmal. Das bauen. Und dann, das Interessante ist, wir können jetzt hier eine weitere Treppe bauen. Warum dreht er das jetzt nicht? Wobei dann, Moment, dann bauen wir jetzt mal kurz hier noch ein. Hier noch. Ja, super, da ist die Schildkröte gerade im Weg. Oh Mann. Hallo, liebe Grüße an Wolf Wolfi. So. Warum kann ich das jetzt nicht. Oh Mann. Warum kann ich das jetzt nicht bauen? Hallo? Ach so, das. Ach so. Ach so, jetzt, zack. Axt hier einmal. Wobei, ist die jetzt eigentlich besser hier, die selbstgebaute Steinaxt, oder? Wir müssen erstmal den Baum hier wegschlagen. Wobei, der Baumstumpf ist ja dann immer noch da. Kannst du nicht in Bäume reinbauen? Nee, nur das Baumhaus. Das ja auf einmal weg ist. Ist das eigentlich noch da? Das Baumhaus ist noch da, aber der Baum nicht mehr. Fuck. So, ihr seht, jetzt geht das. Und es gewittert immer noch. Hallo? Man kann es jetzt hier bauen, aber es geht nicht. Wer hat denn das so blöd hier gebaut? Ich wollte das eigentlich genau hier so, so am Rande des Lagers bauen. Ah, jetzt geht's. Aber ist schief, oder? Egal. Aber das Coole ist halt, wenn wir jetzt hier mal drauf springen. Dann, das funktioniert. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Dann kann man die Treppe jetzt auch. Warum geht das denn jetzt so nicht? Aber dann machen wir das einfach so, oder? Ich überlege mir mal, wie ich das dann so in der nächsten Zeit machen werde. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel bauen. Ich glaube, das wird dann ewig dauern. Hä? Ich habe noch nicht ganz raus mit dem Bauen, Tatsache. Kann man das hier irgendwie dran bauen? Ach so, genau, so, so. Oder? Nee, dann machen wir das so. So. Dann kann man halt hier wieder eins draufsetzen. Ich setze noch einen drauf, ja, für euch, extra so. Zack. Und dann kann man nämlich hier so hochgehen und, ach, jetzt habe ich da auch noch einen gebaut, ne? Aber den kann man wieder wegtun. Natürlich, tut ihr den Fall. Natürlich. Moment. Hä? Bleibt das Spiel stecken oder? Bitte was? Jetzt kann ich den nicht mehr wegtun. Wobei ist eigentlich egal, oder? Wir können die Treppe ja dann hier hin tun. Oh, Scheiße. Warum will er den immer da hinstellen? Machen das so. Und
Dann jetzt noch einer drauf. Oh ne, es geht, das ist ja Quatsch. Ach Quatsch, wir wollten ja die Treppe. Genau! Das geht aber nicht. Warum geht das nicht quer? Mann! Ich wollte das mal ausprobieren. Das ist jetzt blöd, was wir da gebaut haben, oder? Kann man echt wieder alles wegmachen. Ich mag das Geräusch irgendwie. Na klar, die kann man nicht mehr wegmachen. Ah. Oh, ich habe Hunger. Uah! Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Ich merke das ja selber gar nicht. Die Hasen sind weg. Nein. Haben wir noch was? Ja. Ja, super, das Bauen funktioniert ja 1A hier. Oh Mann. Alle schreiben jetzt, dass ich am Verhungern bin. Ja, mache ich. Ganz kurz. Wir warten. Wir setzen uns hier ans Feuer und ich erzähle euch noch eine Geschichte. Hm? So von Dorace vielleicht, The Underworld. Alter, habt ihr die letzte Folge gesehen? Das war schon sehr, sehr krass. Ich finde das ja total genial, wenn man da durch irgendwelche finsteren Tunnel und so läuft. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich extrem auf Alien Isolation und auf Evil Within natürlich. So, jetzt geht es uns aber wirklich wieder gut. Ja, das ist Kacke, was wir da gebaut haben. Das war totaler Mist. Wer hat das denn zu verantworten? Das ist total der Mist hier. Wir gehen mal auf die andere Seite des Lagers, oder? Ich versuche das... Ah, nee, da ist schon wieder einer von denen. Ach, vielleicht interessiert er sich nicht für uns. So, dann bauen wir einfach so mal. Das ist, glaube ich, einfacher, oder? Ah, fuck. Ist schon wieder schief und hier ist ein Stein. Nein! So ungefähr. Dann kann man das so... Sieht gut aus, ne? Ah, der testet gerade seine Grenzen aus. Der Drecksack. So, dann bauen wir den... Die da dran. Weil es... Kann man das... Jetzt kann man es wegmachen, oder? Ja, ich lerne das auf jeden Fall noch. Also ein bisschen näher dran wäre super. So, und dann den gleichen jetzt hier auch noch. Ja, Moment, Moment. So, jetzt kannst du angreifen. So, dann kann man ja hier auch eine Treppe bauen, oder? Noch eine Treppe da drauf. Gucken wir uns mal an. Wie macht denn der das immer so? Na gut. Dann halt so. Ja, aber das kann man ja mal bauen dann, oder? Na gut. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich weitermache. Na, aber ich habe noch ein paar Asse im Ärmel. Laubhausen, die man hochklettern kann, habe ich mich auch gewundert. Aber es geht nicht so richtig, es geht nur so halb. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt gleich mal kurz in den anderen Modus gehen, damit wir kurz mal irgendwas bauen können? Ich glaube, das wäre ein bisschen interessanter dann für euch. Weil The Forest braucht man einfach auch die Zeit und ein bisschen Geduld, um wirklich was zu bauen. So. So. Was zum Geil ist das? Ja, ich möchte einfach hier so einen Ausguck erstmal bauen. Nein! Nein! Warum habe ich nicht gespeichert? Mann! Hallo, Bad Nerka. Spricht man das wirklich Bad Nerka aus oder Bad Nerka oder... Hab keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder hier unten. Ich krieg echt zu viel. Das kann doch nicht sein. Hallo, guten Tag. Lasst euch nicht hängen, ne? Oh Mann. Jedes Mal der gleiche Spruch. Ist das denn ein Koffer im Stein? Wenn man den rauszieht, wird man König von England. Guck mal, was hier alles liegt. Ein Schädel, das ist, ja, das ist nett. Was haben wir hier noch so? Eine Zeitung. Boah, wir haben schon unglaublich viel gebaut heute. Aber dauernd wird man von denen penetriert. Ach, guck mal, die Leuchtpistole. Geil. Papa hat ein neues Spielzeug. ja.
Da hinten leuchtet irgendetwas. Wir gehen mal dahin. Ich glaube, ich kenne die Höhle aber hier. Diesmal. Man spawnt ja immer in unterschiedlichen Höhlen mittlerweile. Ich glaube, es gibt 3 Höhlen und Höhlensysteme und wir haben die neue Axt gefunden. Wobei, das ist die, ne? Alles die normale, die rostige Axt. Dann gibt es ja noch die moderne Axt. Boah, ist das am Donnern einfach hier. Das ist unglaublich. Ich glaube, die Welt geht echt gerade in Köln unter. Und nur in Köln. Da freuen sich die Düsseldorfer bestimmt. Wir finden die ganzen Passagiere jetzt hier natürlich. Ach, guck mal hier. Ein halber Passagier. Ob das ein Mann oder eine Frau war? Man weiß es nicht. Was für Kopfhörnchen. Patrick ist erst 3-mal gestorben. Aber für die Leute, die tatsächlich auch meine Forest-Folgen gucken, ich sterbe eigentlich gar nicht so oft. Aber ich habe ja jetzt gebaut und das ist halt blöd. Man kann, entweder baut man hier oder man kämpft. Aber beides ist echt schwierig geworden, weil es so viele Gegner mittlerweile hier gibt. Guck mal, boah, wie haben die denn da hochbekommen? Aber die Höhlen sind eigentlich auch immer... Was? Auch ganz cool. Ah, Fledermäuse. Bin ich jetzt wieder hier? Nee, ne? Warum haben wir keine Energie? So, jetzt haben wir wieder fast volle Energie. Das ist gut. Wenn Patrick das liest, hole ich mir eine PS3, sagt der Pseudo. Ja, okay. Und, ich muss los, sagt die Miss Devil oder Devil. Ne, Devil hier, ne? Devil hier. Ne, ne, ne? Marina, Grüße ins wunderschöne Irland. Okay. Irland. Oder ins Schottland, ins schottige Land, wo die Schotten fast dicht waren. Was meint ihr denn so? Was hättet ihr denn, eurer Meinung besser gefunden, wenn Schottland wirklich dann so eigenständig wäre, eigenständiger Staat oder lieber dann doch so wie gehabt? Würde mich wirklich mal interessieren. Habe ich in der heutigen GTA-Folge so ein bisschen drüber geredet. War ja dann doch ein bisschen überraschend. Ja, was heißt überraschend? Dass es dann doch nicht so passiert ist, wie man dachte. Aber es war eine Wahlbeteiligung, ich glaube sogar von über 90%. Ziemlich krass eigentlich. In Deutschland wird man sich schon über deutlich weniger freuen. Fuck. Moment, ich hol mal die... Ha! Fuck, daneben. Ah, jetzt haut er wieder ab. Feigling. Ha, jetzt brennt er. Super. Ja, ich glaube auch wirtschaftlich wäre das ziemlich schwierig geworden. Vor allem, die bräuchten ja dann, glaube ich, eine eigene Währung. Und ich glaube, das britische Pfund hätten die nicht bekommen. Da hätte England sich, glaube ich, so ein bisschen geweigert, oder? Und ja, so eine eigene Währung ist halt ein Problem. Oder dann halt den Euro. Aber wir hätten ein neues Land zur EU dazu bekommen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Sind wir wieder hier, oder? Nein, fuck, fuck. Mann. Ich komme hier nie mehr raus. Nie mehr! Ich wollte irgendwas bauen heute. Irgendetwas Sinnvolles. Oh, da ist gerade was runtergefallen. Es zieht hier ein bisschen in der Höhle, habe ich das Gefühl. Nicht, dass wir uns noch alle erkälten. Zieht euch auf jeden Fall warm an, also... Wenn in so einer Höhle ist es bestimmt sehr, sehr kalt. Ja! Mann! Nacktmulch hier. Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Alter Schwede. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal geradeaus. Ja gut, ihr diskutiert auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne mitdiskutieren, aber... Ich habe echt hier gerade zu tun. Aber ich finde das schon ein sehr interessantes Thema. Ich hätte ja wirklich fast vermutet, dass sie das durchbekommen hätten. Aber ja, wie einige schon erwähnt haben, ist das dann halt doch relativ schwer durchzuführen und viele Konsequenzen. Und ist halt ein zu kleines Land dafür. Was sind wir denn jetzt?
Gehen wir jetzt einfach mal weiter nach oben. Ah, ich glaube, wir sind raus, oder? Geil! Ha! Ha! Ja. Na. So. Jo. Die Lampe können wir eigentlich ausmachen. Jo. Kurz ruckeln. Und wir sind draußen! Hey! Ich darf was trinken, oder? Oh Mann. Vielleicht sollten wir einfach unser Lager woanders bauen. Hm. Aber ich wollte das mit der Treppe mal ausprobieren. Das habe ich noch nie richtig ausprobiert. Da hinten müssen wir jetzt hin. Freiheit! Ja, endlich raus. Aber so groß sind die Höhlen zum Glück auch nicht. Aber man verläuft sich dann doch schon ab und zu und man kann da auch wirklich sterben. Da sind ja auch andere Viecher noch drin. Da sind ja diese Tentakelviecher und so weiter und so fort. Party! Nette Grüße von der Christina Donat. Ja, viele Grüße, Christina. Hallo. Schön, dass du auch mit am Start hier bist. Hier im Wald. Übrigens haben die mein Lager eingenommen mittlerweile. Guck mal hier. Sollen wir spielen? Ah, dann nicht. Vielleicht fangen oder so. Fang den Eingeborenen. Jetzt haben wir überall hier so einen Scheiß gebaut. Ist das geil. Guck mal, Dustin. Guck mal, unser Baumhaus hat keinen Baum mehr. Ist das nicht geil? Ah. Jetzt kannst du wieder geh weg. Hm. Na guck mal, hier ist auch wieder einer reingelaufen. Bam. Sie lebt sogar noch. Boah, das war mir. Das, mach mal das Fenster auf. Gibt's gar nicht. Ja, jetzt können wir eigentlich da weiterbauen. Haben wir noch Baumstämme irgendwo? Ich fäll noch mal ein bisschen. Ach so, ich will... Ah, speichern. Ja, ich speichere. Das mache ich einfach mal. So. Boah, jetzt kommen die wieder alle angekrochen. Hier gibt's nichts umsonst. Na, hier haben wir angefangen. So. Wahre Geschwisterliebe. Ja, so ist das. Oh, aus Bayern guckt auch jemand zu. Ich finde das mal super. Ihr könnt ja nochmal kurz in den Chat schreiben, von wo ihr alle guckt. Ich finde das immer wirklich super interessant. Scheinbar ist das ja wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich und verteilt sich extrem. So, Treppe ist fertig. Aber man bleibt immer hier hängen irgendwie. Alter. Mann, 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 was ist draußen los? Boah, die gehen mir so auf den Senkel, diese Typen. Die haben echt keine Hobbys. Boah, die Waldläufer. So, aus Stuttgart, aus Südhessen, von zu Hause. Aus Hannover. Das ist denen sehr lustig. Baden-Württemberg. Württemberg. Ja gut, NRW ist jetzt, okay. Niedersachsen, Osnabrück. Südhessen, Stuttgart. Wanne-Eickel. Okay. Aus Bayern. Berlin. Landeshauptstadt. Schleswig-Holstein, an der Saale, Sachsen-Anhalt hier. Uah, fast vom Baum erschlagen worden. Saarland, Bremen. Bremen auch, boah, das ist aber auch hier. Da kommt ja der Bronze her. Der olle Schlawiner. Das ist schon ein ordentliches Stück. Wobei, ich meine, Bayern und so natürlich auch alles, ziemlich weit. Dieter Österreich, ja cool. Österreich, es kommen da tatsächlich immer einige aus Österreich. Ich finde immer so, Österreich und so, das ist ja schon, das ist ja echt schon weit weg. Also, das ist ja schon quasi nicht mehr in Deutschland. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ich finde immer cool, so Schweiz, Österreich und so, dass man da auch echt immer Zuschauer von hat. Beides sehr schöne Länder auf jeden Fall, muss ich nochmal an dieser Stelle erwähnen. So. So, das haben wir auch. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Mal gucken, was das wird. Ja, dann fällen wir den Baum jetzt auch noch hier. Und da wohnt einer 50 Kilometer von mir entfernt. Bronx ist auch ein Schlawiner. Ja, das stimmt, das stimmt.
Aus Südhessen. Keine Ahnung. Bestimmt auch einige, oder? Hatten eben, glaube ich, mehrere geschrieben. Grinsekatze. Ja, was mich auch wirklich mal interessieren würde, wenn wir das jetzt schon geklärt haben, wo wir her, oder wo alle herkommen, oder die meisten herkommen. Ich würde mich wirklich mal dafür interessieren, was wir so für einen Altersschnitt hier haben. Wenn das irgendeiner verraten möchte. Also ihr müsst ja nicht euer Alter schreiben, aber so ungefähr vielleicht. So. Ah, nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Nein. Nein. Wo ist er hin? Oh Mann. Fuck. Das gibt's doch nicht. Alter, wir hauen ab. So, erstmal Energie genommen. Okay, sehr unterschiedlich. Oder? Aber schon eher jünger, oder? Komm, wir gehen erstmal in die Hütte. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, so. Ich weiß gar nicht, ob die hier reinkommen. Ich speichere mal kurz. Lauf! 28, 14, 21, 18, 27. Kommt jetzt hier einer rein? Aber ich finde das cool eigentlich, dass, dass es so unterschiedlich ist. Ich glaube aber, wir haben auch ein paar etwas ältere Leute dabei. Wie mich zum Beispiel. Hört man das eigentlich mit dem Donner im Hintergrund? Für die Atmosphäre ganz geil, vor allem wenn wir Sims dann spielen. Nein! Ja, kommt hier rein, schlägt mich schon heute wieder ab. Was ist das denn für eine Sau? So, nochmal gespeichert. Ha! Er brennt. Perfekt. Sehr gut. Aber ich finde das cool, dass heute so viele Leute am Start sind. Wir haben heute sogar die 100 geknackt. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Zuschauerrekord für uns. Also wirklich nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Muss man einfach mal, nein, sagen. Dafür töte ich für euch noch ein paar mit. Boah, jetzt kommen die wieder alle angekrochen. Und wir haben Hunger. Boah, ich habe auch Hunger. Ich muss gleich irgendwas mal essen. Das hier, wir können gleich beim Bäcker noch vorbeigehen, wenn der offen hat. Ich wollte ja heute Abend noch ins Kino. Ich habe den Dustin ja eingeladen. Wir wollten ja eigentlich letztens schon mit der ganzen Truppe ins Kino gegangen sein. In Katakomben. Allerdings sind wir in Guardians of the Galaxy gegangen. Der war auch ganz cool. Aber ihr wisst ja, ich stehe halt auf Horrorfilme und Horrorgames. Und deswegen gebe ich mir heute einfach mal Katakomben. Und ich freue mich extrem drauf. Ich glaube, der wird super. Ich habe allerdings noch gar nicht so viel... Ich wollte mich auch gar nicht spoilern lassen. Habe mir, glaube ich, den Trailer vielleicht einmal angeguckt. Fuck, die Axt ist zu langsam. Aber wir müssen uns echt verstecken mal. Ich glaube, ich gehe mal ins Baumhaus. Und dann gucken wir uns vielleicht nochmal... Ich will halt immer Fragen vorlesen, aber ich komme nicht dazu. Wir sind ins Feuer gelaufen. Komm, das kriegen wir hin. Fast! Nein! Boah, Alter. Aber wir kriegen hier nichts hin, oder? Aber das war irgendwie vorher, glaube ich, klar. Boah, wir speichern nochmal kurz. Alter. Ich glaube, Katakomben wird echt super. Bin ich mal gespannt. Ich gucke ja relativ selten solche Filme. Schickt ihn das den allein einkaufen. Der kann das schon. Der ist ja jetzt ein Jahr älter. Ja. Wie ist das, wenn dir 130 Leute zugucken? 119 sind es gerade. Es ist schon ein bisschen... Jetzt laufen die da im Kreis um den Baum, ist das geil. Guck mal, das Ding. Vor allem, da ist gar kein Baum. Ja, ich habe ja relativ früh schon mit dem Dennis gestreamt, also so GTA und so, das waren seine Anfänge. Und wir hatten, glaube ich, einmal dann zum Ende hin... Ich streame jetzt nicht mehr so oft mit ihm. Ich glaube 2500 Leute. Und das ist schon sehr, sehr krass, aber man gewöhnt sich halt so ein bisschen dran. Und ja, man denkt dann halt nicht immer daran, dass es wirklich gerade so viele Leute sind. Aber beim Stream ist es tatsächlich nochmal anders als bei den Let's Plays.
Weil da kriegt man halt nicht in Echtzeit mit, wie viele zugucken und hier schon. Und wenn da über 100 Leute dann zugucken, ist das schon echt cool. Also es ist halt so ein bisschen seltsam, aber man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Das Problem ist natürlich, wenn man sich gerade verspricht oder sonst, man kann natürlich nichts rausschneiden oder wenn man vergisst, den Stream auszumachen und so, ist das ein bisschen blöd. Oder wenn man Kacke spielt, dann kann man jetzt nicht sagen, ja, die Folge haue ich da nicht raus. Aber wir sollten auf jeden Fall was essen. So. Haben wir noch, wie viel, wir haben keine Federn, oder? Ich kann nicht mal da runterzielen mit dem Ding. Haben wir nicht noch Molly? Jawoll! Das wird ein Feuerwerk. Ja, ich glaube, ich würde einfach mal so sagen, wir werden heute nicht mehr so viel bauen hier. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wo habe ich... Oh, ich habe mein Handy gar nicht. Wie viel Uhr haben wir denn? Bitte? Boah, ist das am Regnen. Das höre ich jetzt erst, wenn man, wenn ich das Headset abziehe. Kurz vor 5, das heißt, ich wollte bis 6 den Stream machen. Also länger schaffe ich halt nicht, weil ich ins Kino wollte. Deswegen werden wir jetzt gleich auf jeden Fall Sims auch noch spielen. Ah, oh, super, die Leute schreiben das einfach in den Chat rein. Das ist, so kann man es auch machen. Ah. Ja, das stimmt. Beim Dennis, da rauscht der Chat einfach nur so durch. Auch wenn man es langsamer macht, das bringt nichts mehr. Das sind zu viele Leute mittlerweile geworden. Grüß mal The Clarkinton aus Irland. Der versucht schon die ganze Zeit, dir Hallo zu sagen. Was? Clarkinton. Ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus. Aber bestimmt nicht. Auf jeden Fall viele Grüße nach Irland. Cool, dass da auch einer herkommt. Oder von da aus guckt. Echt coole Sache. Kann das nur immer wiederholen. Dafür gibt es jetzt hier Feuerwerk. Ja, das sieht gut aus. Da freue ich mich. Guck mal, hier Disco und so. Und es wird wieder Nacht. Vani und Wald Lul grüßen. Achso, das ist Lulu hier. Lulu liebt Mafuyu. Auch ein geiler Name. Bist du dir sicher, dass du den Dennis liebst? Wenn du den so kennen würdest wie ich, dann würdest du den nicht lieben. Oder das den? Nein. Na gut, auf jeden Fall viele Grüße an Lul und Vani. So. Ja, ich glaube, ich mache wirklich eine Pause jetzt hier. Ja, also ich habe heute wirklich nur 2 Stunden Zeit wegen Kino und so, deswegen einfach nochmal so eine ganz kurze Folge zu The Forest, einfach nochmal euch das Spiel zeigen und ja, vielleicht ein bisschen Werbung zu dem Spiel machen. Es ist ein cooles Spiel, lohnt sich, auch wenn es halt noch einige Bugs gibt und die KI ist nicht immer so ganz geil. Aber ich glaube, beim nächsten Mal bauen wir dann einfach mal was und dann gehe ich wieder in den Region Mode, also in diesen... Ja, in diesem Creative Mode wie bei Minecraft, dann kann ich halt da bauen ohne die ganzen Feinde und so. Das ist etwas einfacher. Und ja, tut mir leid, wenn ich dann hier nicht so viel gezeigt habe. Aber wir waren in den Höhlen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Sims 4, oder? Noch eine Stunde. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Könnt ihr ja nochmal in den Chat schreiben. Gut, wenn die Leute jetzt alle schreiben, nee, wir wollen Forest weiterspielen, können wir das natürlich auch so machen. Ja. Ja, nochmal viele Grüße an den Dennis. Also nicht an den Dennis, an den anderen Dennis. Der Stalker-Schlawiner-Typ hier. Ja. Welchen Film guckst du denn? Ja, habe ich ja eben schon gesagt, Katakomben gucken wir uns heute mal an. So ein Horrorfilm kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Sims 4. Ja, ich glaube, wir machen jetzt Sims, oder? Ja, machen wir. Gut. Dann speichere ich hier jetzt nochmal. Boah, ich muss erstmal was trinken. Ja, aber wir spielen jetzt Sims. Also klar, Forest höre ich jetzt auf, aber Sims ist auch super. So. Also die Videospur ist dann jetzt weg, aber ihr seht, glaube ich, dann meine Facecam-Spur immer noch. Und ich sehe mich selber, wie ich gerade trinke.